So wie es aussieht, hat der Cutter mich schon wieder abgeschnitten. Ich habe nur sagen wollen, ich soll jetzt leise sein und der Cutter hat mich abgeschnitten. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 3D Land. In der letzten Folge sind wir verzweifelt. Stellt euch diese Folge auf keinen Fall an. Und jetzt kommen wir in Welt 7. Mit Tanuki. Nee, halt, da steht Volvic. Die Volvic-Flasche ist leer. Das ist ja mal voll episch, dass dieses Volvic-Logo durchsichtig ist. Wie genial. Dabei hat das einen ganz anderen Grünton als der Greenscreen. Egal. Hallo? Fokus? Danke. Okay, Peach wird also von einem verfolgt. Und Lila. Bitte sag nicht, es ist so eine... Gut, ich gehe jetzt in Welt 2 und mach dieses blöde Dings. Damit dieses Ausrufezeichen weg ist. Das nervt nämlich extremst. Hallo Top. Was hast du für mich? Gibt's Pizza? Ein Tanuki! Wo ich dich besser hauen kann! Oh, irgendjemand macht die Rolle in runter um ein und kurz vor 10 ist es empfehlenswert, dann mal noch die Rolle in runter zu machen. Muss ich gleich dann machen. Mach ich gleich nach der Folge hier. Gut. Und ne, ich laufe jetzt nicht hier Stück für Stück durch. Ich will direkt ziehen. Die auch ein lilanes Overlay hat. Und ein Unterwasserlevel und ich sehe schon wieder Porco. Gut, die waren bis jetzt nicht so schlimm, die haben uns bis jetzt noch nicht verfolgt, aber wer weiß, was da noch kommt. Eine ganz blöde Frage. Was ist der Sinn von diesem Level, wenn man nicht mal unter Wasser kommt? Hä, hey, aber wo sind denn auf dieser kleinen Ebene 3 Starcoins versteckt? Oder soll man doch in dieses Wasser da rein? Boah, hier kann natürlich auch eine drin sein, ne? Soll man hier runter vielleicht? Das ist irgendwie einleuchtend, in das Wasser zu gehen, wenn es ein Unterwasserlevel ist. Aber Nintendo, warum habt ihr einen Skip eingebaut? Ist das Level echt so schwer? Oh, darüber! Da ist auch eine Starcoin. Okay, merken, merken, merken. Ich glaube, hier geht's aber im Levelverlauf weiter. Dann muss ich mir jetzt mal kurz auf das... Wie fern du die Erste bist. Es geht wirklich links weiter. Nee, ich... Doch, ich bevorzuge die Feuerblume. Zumal Tanuki ist so... Was war hier jetzt? Warum bin ich hier? Okay. Hier konnte ich gerade nicht vorwärts schwimmen. Oh Gott. Ja. Entweder hier hoch. Gut, gehen wir nochmal zurück. Wir haben jetzt Pokémon. Dann ist safe hier ein Secret. Ist nicht die erste Starcoin. Ich bin überwältigt. Wo ist denn... Oder die zweite. Es geht um die zweite. Dann haben wir die erste. Ach ja, die war hinter den Kisten. Genau. Ich merke mir gar nicht. Das ist schon so richtig Routine, ob man was einsammelt. Boah, aber geht es jetzt hier weiter oder geht es jetzt nicht?
Ich schwimme nach unten. Ich glaube, unten war bis zum Ende. Geh weg! Lass mich zu essen. Ich glaube, wir haben was verpasst. Hier ist ein Porco-Pack. Und man kann die doch töten? Das ist nie und immer die zweite Starcoin. Was kommt denn noch alles auf uns zu? Ich hab gedrückt. Ich hab 10.000 Mal gedrückt. Ich drück immer noch. Y. Ja, da ist die. Das war so klar. Harald. Geh weg. Ey. Das ist so absurd in dem Spiel. Ihr tötet etwas und während es stirbt, trifft es euch doch noch. Wow, hier wäre sogar noch ein Item gewesen. Egal. Und jetzt kommt man hier raus. Das macht so... Wow, das macht so unheimlich gar keinen Sinn, das Level normal zu spielen. Wenn man... Also wenn man überhaupt nur spielt, um Spaß zu haben, ohne Starköpfe zu, ja, dann verstehe ich nicht, warum man dieses Level nochmal spielen sollte. Vergiss nicht, eine Pause einzulegen. Wir haben jetzt 10 Uhr, ich habe um 15 Uhr angefangen. Geht ungefähr 7 Stunden spielen. Meint ihr, ich soll eine Pause einlegen? Pause sind nur was für die Leute, die keine Lust haben zu spielen. Sagte der Typ, der heute noch, der eigentlich früher ins Bett muss, weil morgen... Ey! Ich spring auf den drauf! Ich töte ihn 10-mal! Was macht er? Ja, ich lebe noch. Gratis Pizza von... Ey! Es macht null Spaß. Es macht null Spaß. Null. Also so macht es gar keinen Spaß. Hey, wie lustig, du wirst sterben, Mario. Ha, ha, ha. Wow, es hat geleckt. Wahrscheinlich, weil ich einen Levelabschnitt überspielen habe und das Spiel ist nicht richtig. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Da geht's nicht hoch. Hier geht's hinter. Das ist richtig cool. Das ist so richtig. What? Ist das? Das sind wieder Chain Chomps. Ich hasse Chain Chomps. Hier ist schon die letzte Star. Was ist das denn für ein kurzes Level? Aber knackig. Sprung, sehr schöne Sprung-Challenges. Aber wie cool. Ich find's cool gemacht. Ich find's cool. Ja. Doch, es hat was. Oh, jetzt kommt nochmal Stacheln. Nein? Ah, doch, klar. Und ich schaff's nicht, in ein Ziel zu fliegen. Ich muss gerade mal jetzt mit dem Kissen machen. Ich weiß, ihr seht das Kissen nur selbst. Doch, ihr seht's an sich komplett. Wahnsinn. Das ist, oder das liegt nämlich nicht richtig hinten. So. Mein Hals. Gut, ich glaube, ich spiele heute noch Skylanders durch und wenn ich Zeit habe, halt. Gut, das muss ich auch wieder machen. Weil jedes Mal, wenn ich sowas mache, geht dieser Ausruf damit. Ich weiß nicht, ob wir alle Spezialwelten machen, weil dann geht das Spiel echt noch sehr, sehr lang. Aber! Gut, aber wenn ich morgen noch aufnehme, heute ist zweiter Ferientag. Ich will wissen, ob ich da... Darf ich mal? Tod, ich will experimentieren. Sehr schön, wenn du mich dazu lässt. Ja, wie cool! nee. Also es ist zweiter Ferientag, ich habe noch 2 ganze Wochen Zeit.
Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie groß Problem macht. Ich glaube, wir schaffen das schon. Ich hoffe es. Also ich will auf jeden Fall den Endboss machen. 70 Star Coins. Haben wir 70? Ah, könnte knapp werden mit unseren 100, ne? Oh, das nächste Level. Das wird so episch. Aber jetzt erstmal ein Nachtlevel. Das wird so genial. Das ist auch wieder mit Maulwürfen, so viel ich weiß. Aber das mit dieser Uhr, das ist so cool. Das ist so ein cooles Level. Das empfehle ich euch. Das müsst ihr spielen, wenn ihr bis dahin kommt, falls ihr diesen Bosskampf hinkriegt. Ich wollte... Hallo! Ich will wieder runter. Ich will... Hallo, da sind 10 Millionen Starcoins, die ich verpasst habe. Oh, da ist auch einer. Apropos Starcoin. Ja, das ist die erste? Ach so. Hä? Was war das da? Ich sehe nichts und du haust mir einen Feuerball in die... Nee. Ja, da hat man schon wieder Lust, so ein Spiel zu spielen. Von was wurde ich denn getroffen? Hä? Von was denn? Der Fuzzy war noch 10 Kilometer weg. Hab ich schon mal erwähnt, wie betrügerisch ein Spiel sein kann? Wir müssen laufen, dann fallen wir nicht runter. Ja. Komm nicht zurück. Da ist eine... Jetzt darfst du mich gerne wieder wegteleportieren. Okay, okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. Wenn wir da jetzt nicht hochkommen. Gut. Zack. So. Ist es ein neues? Sieht nicht danach aus, gell? Immer noch das mit diesem pinken. Nein, es ist ein neues! Seit lange mal wieder. Sehr schön. Und Stampfattacke. Lecker essen. Essen wir durchgucken. Wo? Auf dem Baum? Hier? Nein? Oh, ich such dich noch. Hä? Es kommt von rechts. Bin ich blind? Leute? Und das soll ein Mensch sehen können. Also, warum sollte es ein Mensch auch nicht sehen können? Wo war denn die Starcoin? Wetten, wir haben sie schon ver... Hab ich was gesagt? Dass irgendwas Starcoin, die wir verpasst hätten? Wir haben alle drei. Und dieses Level ist so einfach, weil ihr einfach nur den Sprungknopf drücken müsst. Und jetzt müssen wir uns den Weg zu Ziel selber bauen. Eins, zwei. Okay, hier kommen wir hoch. Das dürfen wir nicht höher machen. Und jetzt müssen wir dann noch hoch. Außer man ist so doof wie ich und schafft es nicht. Von links nach rechts zu laufen. Gut, das war auch, glaube ich, so gemacht, dass es genau diesen Abstand haben muss. Yeah. Bitte fokussieren, nicht meine Hand. Bitte fokussieren. Yeah. Jetzt. Okay. Kommen wir direkt zu mich selbst. Ihr seht auch schon an der Folgenlänge hier unten, an diesem Balken. Der Balken ist jetzt vielleicht...
hier oder erst hier. Denn es sind wieder längere Folgen. Ich hoffe, ich habe irgendwo eure Balken berührt unten am Video. Das wäre so cool. Außer ihr guckt auf dem Handy, da habe ich die ganze Zeit die Creeper im Gesicht. Schaut auf keinen Fall auf dem Handy. Da habe ich die ganze Zeit einen Creeper im Gesicht. Ich bin tot. Diese Musik ist auch so beruhigend so. Das ist so. Auf gut Deutsch sagt ihr aus, ja, du bist ein Loser. Du bist Loser, du schaffst eh nichts. Habt ihr eigentlich Stereo-Sound auf meinen Videos? Also ich hab's. Wenn ich den Sprung. Kein Kalter. Also, wenn ich den Sprungknopf drücke, dann habe ich wohl auch das Recht, springen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass ich da nicht lang muss. Dabei war das mal mein Lieblingslevel. Aber dann. Ich glaube, irgendwas ist gerade. Es ist zu warm. Ich habe keinen Wolwig mehr. Ich habe den Drang, dieses Ding zu nehmen und dann in den Tod zu springen. Mit Absicht, mit Absicht. Einfach um zu zeigen, dass ich das nicht brauche. Wenn ich irgendwo runterfall! Gut, also es wird langsam echt absurd. Bin ich da der Einzige, der dieser Meinung ist? Ich muss wieder diese blöde Star-Kanone nehmen. Drecks! Starcoin? Ich glaube, es ist Zeit, dieses Video zu beenden. Weil. Sag mal, Emulator! Spürst du, wenn ich diesen Knopf drücke, wenn ich einen Input gebe? Du verstehst doch nur zwei Dinge, aus oder an. Und wenn ich drücke, dann ist eins. Das heißt an. Bin merkwürdig, Leute. Ja? Und dann sollst du. Auch bitte. Dann nochmal, Mario. Diese Animation zum Sprung geben. Das ist so, das nennt man Sprung, weil das sieht so aus, als würde er mit den Beinen den Boden verlassen und höhere Gefilde erreichen. Genau, das fand ich hier cool. Das war die tollste Stelle im Spiel. Jetzt mal, hier gibt es Secrets. Seht ihr das? Nein. Ich sehe doch, dass man da rein kann. Spiel. Wenn ich da sehe, dass ich da rein kann, dann lass mich doch da auch rein. Hallo! Ich will hier hoch. Blödes dummes Spiel. Mann, ey. Ich will jetzt sagen, ich bin blöd oder was? Ich bin zwar dumm, ja? Es ist doch jetzt echt genug. Ich leide. Ich bin jetzt klein spielen. Ich habe jetzt noch mehr Rechte, da reingehen zu dürfen. Was mache ich?
Ich habe mich jetzt extra klein gemacht, damit ich da bin. Durchatmen. Atmen. Nicht den Controller gegen die Wand werfen. Atmen. Ich sehe stark rein. Mir fehlt noch. Es gibt doch einen Drecksattack. Geh doch weg! Blöde Bombe. Du wirst dafür bezahlt, sagst du dir. Redi, bitte, ich will hier weg. Ich krieg hier gleich einen Kollaps. Da rechts ist die Starcoin. Okay. Ich hab jede erdenkliche Starcoin im Spiel. Ist doch gut jetzt. Atmen. Atmen. Jetzt diese. Da vorne ist es Ziel. Ich rieche es. Ich rieche den Sieg. Ich rieche aber auch den Betrug. Geht nicht weg. Und jetzt wieder eine glückliche Abmodi. Das war's für das Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, sehen wir uns doch bestimmt beim schlimmsten Level im gesamten Spiel wieder. Ihr berührt das Holz, die Sägen fahren durch, das Holz fällt runter. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like da für mein Leid. Bis dann. Ciao, Leute.